Hey ho, meine Lieben, wir sind mal wieder am Möppi-Schrauben. Und zwar möchte ich heute die Kupplung nochmal entlüften, nachentlüften, gescheit entlüften und dann auch noch Bremsflüssigkeit wechseln. Ja, das sollte man ja regelmäßig machen. Einen kleinen Helferlein habe ich heute da wieder. Tja, und ich zeige es euch gleich. Für alle die, wo sich da absolut gar nicht auskennen, Vorratsbehälter sind hier. Also Bremse vorne, Kupplung. Und ich muss jetzt hier die Flüssigkeit rausziehen. Das mache ich dieses Mal mit dem Gerät. Das letzte Mal habe ich es bloß durch Pumpen gemacht. Aber mit der Gerätschaft wird es hoffentlich etwas besser werden, weil mir gefällt der Druckpunkt immer noch nicht so ganz. Tja, und der andere Behälter für die Hinterachse ist, glaube ich, hier unten drunter. Da unten drunter. Also Sitzbank runter, Verkleidung, Seitenverkleidung schnell weg und gut ist. Tja, und genau das machen wir heute. Vorne muss ich halt beidseitig durchlüften, durchwechseln, aber das sehen wir dann gleich. Sofern der Alex sauber mitfilmt dann. Weil ich kein Stativ zur Verfügung habe, das wird zu Hause gebraucht. Tja, dann habe ich mir hier so eine Unterdruckpumpe organisiert. Da kann man Unterdruck ziehen. Und geht über so einen Becher mit Deckelchen. Also da Pumpe, Schlauch, Becher. Und auf der Seite zieht es dann die Bremsflüssigkeit an, sammelt sich hier drin. Und was ich mir dann eben noch organisiert habe, ist so ein Rückschlagventil. Weil mit diesem Teil kann die Bremsflüssigkeit gar nicht mehr zurück, also sprich auch nicht die Luft. Und ja, das probiere ich heute jetzt alles einfach mal aus. Gut, dann schraube ich jetzt den Behälter auf. Vorher noch oben ringsherum ein bisschen abkleben, absichern, wenn Bremsflüssigkeit daneben läuft, das wird es mit Sicherheit, weil die haben so einen komischen Einsatz drin. Ja, genau. Irgendwo habe ich die Bremsflüssigkeit auch rumoxidieren hier. Da haben wir sie doch. Eine ganz normale Dot 4 kommt da rein. Genau. Gut, dann wollen wir mal loslegen, ich schraube jetzt den Deckel auf, klebe schnell außenrum ab und danach sehen wir uns dann schon wieder. So Leute, außenrum hier jetzt ja, ein bisschen Teva und Tüte, damit mir hier der Sabber nicht so rumlaufen kann und runterlaufen kann. Und so sieht es jetzt bei einem Moped aus. Da ist hier nämlich noch so ein Gummigenödel drin. Jo, genau. So sieht es aus. Und jetzt werden wir entlüften. So, gleich einmal ein Unterdrucktest und er scheint den Unterdruck zu halten. So sieht das Ganze aus. Da haben wir das Fläschle jetzt hingetüdelt und da ist das Rückschlagventil drin. Tja, und im Prinzip brauche ich jetzt bloß noch aufschrauben. Hast du oben schon nachgefüllt? Nein. Nein, hat er noch nicht. Muss ich noch warten. Und ja, dann kommt da die Pumpe durch. Dann schaue ich mal, ob ich das hier mit einer Hand so festhalten kann. Ja, da kommt schon, da kommt schon. Jawohl. Geben wir hier wieder Unterdruck drauf. Tja, jetzt ist halt die Frage, wo die Luftblasen herkommen, ob die wirklich aus dem System kommen, dann ist es schon heftig. Oder ob die hier irgendwo herkommen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das muss ich jetzt noch ein bisschen angucken. Tja.
Schauen wir mal, ob wir was finden. Aber wenn ich Zugschrauber habe, müsste da ja... Ja, ich glaube, da zieht er ein bisschen Luft. Tja, das muss ich halt dicht kriegen. Oder ich tue jetzt den Schlauch direkt auf den Pinöppel draufdrücken. So, Leute, einmal durchentlüftet. Komplett durchgezogen. Ich vermute, dass der hier unten am Dings, also wenn man es aufschraubt, noch ein bisschen Luft durchzieht. Und deswegen kann eben auch noch Luftblasen. Ja, und das Ding ist Müll. Ja, weg damit. Gut, dann geht's mit der nächsten oder vorne mit der Bremse dann weiter. Sprich, auf der Seite hier dasselbe Spiel und dann eine Bremsseite nach der anderen durchpumpen, durchlüften. So, Leute, Kupplung entlüftet, also komplett durch. Vorne Bremsflüssigkeit haben wir jetzt auch komplett getauscht und ich bin mittlerweile auf die alte Methode umgestiegen, weil das mit dem Ding zieht man keine Luft mit rein. Naja, jetzt noch hier hinten. Da habe ich mich getäuscht. Auf der linken Seite ist der Wasserbehälter und hier ist der Bremsflüssigkeitsbehälter. Ja, hinten auch noch Bremsflüssigkeit komplett tauschen. Genau, das machen wir jetzt noch. So, Freunde, Möppi soweit fertig. Bremsflüssigkeiten getauscht, vorne, hinten Kupplung. Ja, und jetzt drehe ich noch eine minimale kleine Runde. Und dann schauen wir, dass wir zum Futtern kommen, oder? Ja. Ja, genau. Also Leute, war bloß ein kleines Video. Ich wollte jetzt hier auch nicht wirklich eine Anleitung geben für Bremsen entlüften. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich empfehle auf alle Fälle, das von einer Fachfirma machen zu lassen. Ich habe es gelernt, deswegen habe ich das selber gemacht. Ob jetzt Auto oder Motorrad, vom Entlüften her egal, aber ich habe es einmal gelernt. Genau. Ja, Leute, in dem Sinne sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal in der Werkstatt beim Mopedschrauben oder sonstigen. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Und ich habe es gelernt, der war da zum Standtablett, Ruß zum Schwätzer. So. Ciao. So, Leute, nochmal ganz kurz nach der Proberunde, Probefahrt. Kupplung, 1000-mal besser. Vorher haben wir die Gänge richtig geschlagen beim Einlegen. Also das nochmal zu entlüften war sehr schlau. Also Gott sei Dank habe ich das gemacht. Das ist gleich was ganz was anderes. Der Druckpunkt ist ganz anders von der Kupplung. Ja, das letzte Mal war das ja auch bloß so eine Schnellaktion, wo man das im Hof schnell entlüftet hatten. Da ging es ja gar nicht mehr. Ja, Bremse haben wir auch nachher dann nur mit Pumpen entlüftet. Das funktioniert, aber bei der Kupplung eben nur Pumpen nicht so gut. Da war das mit dem Unterdruck schon nicht verkehrt. Hinten paar Mal gepumpt, Bremsflüssigkeit durch, fertig. Hat hervorragend funktioniert. Ja, das wollte ich noch schnell sagen, euch erzählen und ja, ciao, ciao.